Heute möchte ich kurz über unsere Intimbehaarung sprechen. Also, es ist, wir kennen das, es ist wirklich eine individuelle Geschichte. Es ist auch eine Modeerscheinung, macht man Vollbusch oder macht man so eine kleine Autobahn oder mag man es komplett glatt rasiert oder entfernt, wie dem auch sei. Ich möchte über die Haare und über unsere Haut kurz sprechen. Es ist so, die Haare haben natürlich eine Funktion. Ja? Das ist eine Abwehrfunktion auf der einen Seite, dass Viren und Keime dadurch auch abgewehrt werden, weil du nicht sofort auf die Haut klatscht, logischerweise. Und da können wir uns auch überlegen, wenn wir komplett glatt rasiert sind oder die Haare entfernt sind, ist alles, was sozusagen hier an die Haut rankommt, viel schneller in unserer Haut. Ja? Kann es viel schneller auch eindringen, logischerweise. Was die Haare anbelangt, es ist natürlich auch bei Schweiß, der Schweiß verdunstet viel schneller. Also dadurch kann es sein, wenn man überhaupt keine Haare hat, schwitzt man einfach leichter. Man merkt es auch. Ja? Ein anderes Thema vielleicht, wenn wir rasieren oder harzen, kann es oft passieren, dass wir die Epidermis, also die obere Hautschicht, mitreißen, das tut irre weh, oder nachher so kleine Pusteln bekommen. Also, schaut mein YouTube-Video an, da zeige ich euch, wie man Leinsamengel macht, vor allem vorher in den Kühlschrank geben, das kühlt herrlich, ja, auch der ganze, sozusagen die ganze Entzündung wird gemildert und gelindert, das ist ein Hammer, ja, und gerade über diese weiche Hautzone ist es wirklich ein sehr, sehr angenehmes, kühlendes Gel. Und sonst würde ich sagen, es ist Geschmackssache, aber sag ich mal, gesundheitlich gesehen oder für die Haut ist, sind ein bisschen Haare nicht schlecht. Aber jeder, wie er es mag.